Aloha, ich grüße euch. Die Mutter war Hamstern. Nein, Scherz. Das ist die Tüte vom Albert Heijn. Wir sagen immer Happy Happy aus den Niederlanden. Ja, da haben wir gestern eingekauft. Die haben immer so eine frische Theke mit Sushi und da haben wir ein bisschen Sushi gekauft und Fla und Schokomehl und die hatten ein paar Gemüsesachen im Angebot. Richtig cool. Und natürlich waren wir auch noch im Preismapper und bei Die Grenze. Und es ist noch ein bisschen was von Ali angekommen. Ich war bei Teddy, das war schon letzte Woche, habe ich euch aber noch nicht gezeigt. Und ich habe ein Päckchen gekriegt, ein Kaufpäckchen. Und da waren noch ein paar extra Sachen drin. Und das zeige ich euch alles. Aber ich musste euch die niedliche Plastiktüte zeigen. Ich hatte eine Tüte mit, aber da konnte ich nicht. Ne, ne? Die haben, Albert Heijn macht immer mit den Hamstern. Dann haben die auch schon mal Stoffhamster und verschiedene Sachen mit. Richtig süß. Und ja, so. Jetzt geht's los. Wir fangen an mit Teddy. So. Und zwar ist nicht viel, nur ein paar Kleinigkeiten. Einmal diesen Haarreif, der ist wunderschön. Der war in der Kinderabteilung, ich glaube für 1 Euro. Die Banderole ist schon ab, weil ich den schon getragen habe. Sieht super aus. Also kann ich auch auf der Arbeit gut tragen. Alles tutti. Richtig cool. Dann durften mit diese Reißverschlüsse für 1 Euro. Da sind 6 Stück drin. Und damit wollte ich mal was probieren, ob ich die auf Papier kleben kann und da mir irgendwie was, irgendwas werkeln kann. Fand ich cool, für 1 Euro 6 Stück einfach mal probieren. So, dann hatten die im Dreier-Set hier diese, ja, wie nennt man das, Schwämmchen, diese Silikonteile. Und die sind super. Also 3 Euro haben die gekostet, 3 Stück. Also 1 Euro, das ist mega günstig. Damit kriegt man super Fusseln ab. Also man kann die natürlich auch zum Spülen nehmen oder um den Pinsel zu reinigen. Aber um Haare irgendwo zu entfernen von der Couch oder so, ist das richtig super. Hier die Achtung, Tierkörper. Also die mag ich total gerne. Der Action hatte ja mal so ja, andere Formen. Ich glaube, ein Kreis und ein Rechteck oder so. Die gibt es aber nicht mehr. Und wenn man die offiziell kauft, um Fusseln zu entfernen, kosten die richtig Geld. Und hier, ja, fand ich cool. Durfte mit, wird verteilt in der Wohnung, weil wir haben ja genug Tiergedöns, ne? So, dann einmal die Strasssteine. Die sind schon viel, viel länger. Die habe ich schon im Auto gefunden. Die sind irgendwo dazwischen gefallen. Ich habe schon gedacht, wo hast du die hingetan? Ja, sie waren im Auto. Ne? Für 1 Euro, richtig cool. Freue ich mich drauf für Shaker-Karten. Und ja, für 1,50 € hier diese Filzteile. Ihr wisst ja, ich habe ja ganz viele Lappen gekauft, habe ich euch ja verraten. Ich will diese Feltis machen. Ich habe auch schon angefangen, aber ich habe noch nichts hinbekommen, was es würdig wäre, euch zu zeigen. Also, nee, echt, nein, kommt irgendwann, aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden, von daher, irgendwann kommt es. Und hier fand ich einfach mal cool, da habe ich die Vorlagen schon von, ne? Also dann, das werde ich mir vorher abpausen. Dann kann ich mir immer den Donut und auch das Eis auch nochmal machen. So, dann kommt schon das letzte Teil aus dem Teddy. Oh mein Gott, für 1 Euro die Sticker. Und zwar gefällt mir am besten hier dieses hier, dieses Reh. Ich habe echt überlegt, weil die anderen gefallen mir irgendwie nicht so gut. Aber ich denke, ja, kann mal irgendwo draufkleben für ein Geschenk oder so. Aber diese beiden Rehe, mein absoluter Favorit. Richtig cool. Ja, durfte mit. Das war's schon im Teddy. Dann zeige ich euch mal von Ali die Sachen. Da ist einiges gekommen. Muss mal gerade gucken, weil ich hier gestern rumgemengt habe. So, und zwar haben wir da war noch ein Päckchen hier. Und zwar, Achtung, es raschelt. Leg dich doch bitte da in dein Ding rein. Habe ich mir hier so kleine Ausstechförmchen. Die kann man dann hier schön so rausdrücken. Und zwar ist das auch fürs Fimo gedacht. Sternform. So, runter. Wer immer durchs Bild latscht. Deserteur hier. Nee, Saboteur, ne? Deserteur, was anderes.
So, dann haben wir hier diese Herzchen. Und dann habe ich noch kleinere Herzchen. Die gefallen mir auch besser. Ich hatte erst gedacht, oh, warum hast du zweimal Herzchen? Aber ich zeige euch mal, wo es hingerollt. Die sehen anders aus. Ne, von der Form her. Und die finde ich schöner. Richtig cool. Ja, freue ich mich. Das kommt hier hin. Das kommt gleich in den Müll. So, dann, um beim Fimo zu bleiben. Ich habe ja, um das zu rollen, habe ich so eine kleine Kinder-Teigrolle. Und dann habe ich mir dieses hier dafür noch gekauft, weil das geht wahrscheinlich besser. Weil Fimo ist schon echt eine harte Nummer. Ne? Also gerade wo ich jetzt hier auch mit der Hand hatte vom Unfall, ging gar nicht. Aber da kommen wir ja auch noch irgendwann zu der Nudelmaschine. Ne? Die ist auch super dafür. So, das ist halt einfach hier, wo ich dann das Fimo schön mitrollen kann. Ne? So ein Acrylstab. Bei Ali sehr kostengünstig. So, dann habe ich, wo ist denn die andere Mold? Hier. Mir noch drei Molds gekauft. Einmal mit diesen Schleifchen. Auch alles fürs Fimo. Also ich fange nicht an mit Resseln gießen. Das ist mir zu heikel. Das mache ich nicht. Aber für Fimo oder lufttrocknende Modelliermasse. Na, hier die Ohren und das Einhorn-Ding. Und dann einmal Schokolade. Bin ich total gespannt. Freue ich mich drauf. Ne? Wenn ich dann mal Zeit habe, werde ich das alles austesten. So, dann sind gekommen noch einmal hier Werkzeuge. Auch für Fimo. Kann man natürlich auch andere Sachen mitmachen. Ne? Also ganz, ganz viele. Ich weiß noch nicht mehr, wie teuer die waren. Ich gucke immer und ja, was mir gefällt, kommt dann in, das war nicht teuer. Also ganz, ganz viele verschiedene Werkzeuge. Ich glaube, das war eigentlich auch für Tortenzeug gedacht, ne, um auch Torten zu verzieren. Halt so Stäbe mit ganz, ganz vielen verschiedenen Ausformungen, Kugeln, Spitzen und um halt so schöne Sachen zu machen. Das und dann durften einmal mit diese Pinsel, konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, in welchem Wahn ich die bestellt habe. Aber so im Nachhinein, oder die haben so lange gebraucht. Weil ich kann mich nämlich dran erinnern, als ich mir diese Aquarell-Buntstifte gekauft habe. Nee, das ist einfach gar keine Brille. Nee, das ist einfach nur so eine Kugel, ne? Ja, das ist nur eine Kugel. Da habe ich ja nach ganz feinen Pinseln gesucht. Ne? Guck mal, könnt ihr das? Der ist so fein. Und habe mir im Bastelgeschäft auch zwei gekauft. Aber die sind ja echt richtig teuer. Und wenn ich ab und an mal so ein Pinselchen benutze, brauche ich keinen Pinsel, der 3, 4, 5 Euro kostet. Weil ich das ja bei weitem nicht professionell mache. Und für meine Dinger reicht das dann. Ne? Ich mache jetzt mal hier überall die Dinger wieder drauf. Und dann noch einmal so ein Fächerpinsel. Ich hoffe, ihr könnt das. Einfach halt Pinsel, die wirklich ganz, ganz filigran sind. Und ja, ich bin gespannt. Oh, hier ist schon wieder so eine Haube ab. Ich muss mal gucken, wie ich die unterbringe. Ne, hier seht ihr auch, wie. Ne? Natürlich jemand, der richtig gut damit umgehen kann und Sachen zeichnen kann oder so. Der braucht natürlich bessere. Das ist klar, aber für meine Verhältnisse reicht das. Oder waren die auch fürs Fimo? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich sie gebrauchen für alles. So, dann sind noch Stanzen mitgekommen. Und zwar einmal diese hier. Die fand ich ganz nett als Hintergrund. Und dann diese. Hatte ich auch schon aufgemacht. Die habe ich mich schon auseinandergebrochen. Die waren nicht komplett zusammen, aber kommst du raus? So,
Dann haben wir einmal so, ne, dann kann man, hat man quasi wie so einen Schlüsselanhänger. Und hier hat man einen Rand. Das heißt, ich könnte auch einen Shaker rausmachen. Und hier hat man nochmal so ein kleines Herzchen. Das fand ich ganz nett. So. Und dann einmal von Panalisa. Panalisa macht Heikely Craft. Ja, ist im Design-Team, macht da immer ganz tolle Videos. Müsst ihr mal reingucken. Ich verlinke euch den Kanal mal. Und da guckt ihr mal, wenn sie da mit Panalisa die Kooperation hat. Auch die anderen Sachen. Die hat heute wieder ein Video hochgeladen mit Shakern. Da habe selbst ich noch was gelernt mit Shakern. Richtig cool. Als die Königin der Shaker. So, und das ist von Panalisa. Ne, gibt es bei AliExpress. Und das ist Schokolade. Und da war hier bei so ein Sticker-Sheet. Kann man das so ein bisschen sehen? Und hier so, ne? Danke. Und dass man halt sie bewerten soll. Richtig cool. So, das war's schon bei Ali. Und dann machen wir weiter. Ich würde sagen, was Heike mir geschickt hat. Ach, Heike. Astrid mir geschickt hat. Astrid aus Kölle. Liebe Grüße an dieser Stelle. Vielen, vielen lieben Dank fürs Besorgen. Und natürlich hat sie noch was mehr mitgeschickt. Einmal richtig coole Servietten. Happy Birthday. Dann, ups, frohe Ostern. Den werde ich mal versuchen, mir als Sticker zu machen. Muss ich mal gucken. Oder dass ich ihn als Sticker nutzen kann. Und dann hier diese wunderschönen Servietten. Auch richtig cool. Das versuche ich auch mal irgendwo noch auszuschneiden. Und dann einmal Ocean Love. Vielen lieben Dank dafür. Also das waren so Beigaben. Dann gab es noch andere Beigaben, weil die Gute hat sich nämlich, der hier hat es nicht überlebt, da ist ein Riss drin. Die Spiegel, die Zehentrenner. Und das hat sie das letzte Mal vergessen mitzuschicken, wie eine Aloha-Schachtel. Und da sind ganz viele Scheren und Nagelclipser drin. Und zwar hat Astrid sich diese aus der Beauty-Abteilung, diese Acrylkästen gekauft. Und da war ja hier alles drin. Und da hat sie gefragt, willst du das haben? Und ich war nicht so schnell mit dem Antworten, wo ich gesagt, nee, lieber nicht. Zu spät, schon alles im Paket. Also die Scheren, das ist natürlich total littig, ne? Aber ich habe gestern einen Shaker gemacht und so ein bisschen den Tüll, Reste mit dem Tüll abgeschnitten. Das ging ganz gut. Und der Rest muss ich mal gucken. Also die Spitzer schaue ich mal. Der eine Spiegel kommt weg. Die hier, zwei hat meine Tochter schon. Oder erst einen. Also die wollte die alle haben. 10 Trenner, um sich die Nägel zu lackieren. Spiegel kann man immer gebrauchen. Hier, wie gesagt, muss ich mal gucken. Das kommt wahrscheinlich in die Kiste. Was noch? Ja, verschickt wird, ne, wo ich ja noch ein Video zu mache. Vielleicht tue ich die Nagelclipser da auch rein und auch noch eine Schere, weil so viel brauche ich ja nicht. Ach, hier ist ja auch noch eine Pinzette, kann man natürlich auch immer gebrauchen. Das ist cool. Ja, richtig klasse. Aber eigentlich war Astrid so lieb und hat mir die Stempel besorgt aus Woolworths. Und zwar hat sie angerufen, alle 6 Stempelsets sind da. Und ich sage, nee, 60 Euro geht gerade nicht. Ich will zum Stempelmecker. Ich fliege ja nach London jetzt. Und nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und da habe ich mir eins ausgesucht. Und das war dieses hier für 10 Euro. Und sie hat sich auch Stempelsets mitgenommen und hat mir dieses hier noch geschenkt. Also das war ein komplettes Set. Und das hier mochte sie nicht. Und deswegen durfte ich das hier auch noch haben. Vielen lieben Dank dafür. So, und dann kann ich das hier jetzt mal richtig auseinanderrappen und euch zeigen. Ne? So, hier haben wir diese Sprüche, die fand ich richtig toll, die gefielen mir echt am besten. Hab einen tollen Tag, lass dich feiern, nimm dir Zeit für Dinge, die dich glücklich machen. Dankeschön. Große Dinge brauchen Zeit. Und herzlichen Glückwunsch.
Das oben kann ich nicht komplett lesen. Ne? Das war der hier. Dann war der hier noch drin. Der mit den Engeln. Ich glaube, der geht mal weiter. Das ist jetzt nicht so meins. Aber das hier finde ich doch wieder ganz nett. Ja, also Astrid, vielen lieben Dank fürs Besorgen, für deine prompte Post immer. Also mega, richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank und ich freue mich aufs Stempelmecker. Richtig cool. So, ja, das war das. Und jetzt kommen wir zu Holland. So, ich habe die Tasche auf dem Schoß. Es ist nicht viel. Es war auch eher, weil meine Tochter halt zu der Grenze wollte. Die Sachen sind schon alle, hat sie schon alle verräumt. Das waren ja nur die Douglas-Artikel. Und ich habe mir einmal diese Mascara mitgenommen. Er sagt, die hat sie mir ausgesucht und der Rest war alles Kosmetik für sie. So, dann durften einmal mit diese Koffergurte, also zweimal durften die mit. So, die kosten keine 2,99, sondern dann 1,50 €. Ne? Weil unsere, ja, der eine schließt nicht mehr richtig und ich glaube, wir haben auch nur einen. Der andere passte nicht drum. Irgendwie auf jeden Fall brauchen wir die, weil wir ja, wie gesagt, dann fliegen am 20. Schauen wir mal. So, dann fand ich die Servietten so hübsch. Das war so ein schönes Gelb und mit den Punkten geht irgendwie immer. Und die waren auch kein 1,20 €, die waren 60 Cent. So, das war jetzt alles Preismapper. Ich gucke jetzt mal, dass ich alles Preismapper raushole. Und so viel ist es nämlich gar nicht. Das hier ist Vibra. Ja, das war es auch schon. So. Und zwar habe ich mir hier diese Eier mitgenommen. Und die haben auch kein 1,49 € gekostet, sondern pro Packung 25 Cent. Ich habe mir 4 Packungen mitgenommen. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe mir nämlich hier einen Eierkarton. Ich habe auch noch die kleinen Eierkartons, aber davon habe ich jetzt nur noch von jeder Farbe je 2 Stück. Und das waren, glaube ich, 6 Farben, also habe ich noch 12 Stück. Alle anderen habe ich verschenkt. Ne, und ich weiß auch nicht, ob ich dieses Jahr damit was mache. So, das sind hier zum Befüllen, die Eier. Ne, und 25 Cent. Ja, da macht man noch einen schönen Schluck rum und dann passt das. Richtig cool, so habe ich mir das vorgestellt. Und da muss ich ja keine Süßigkeiten reintun, sondern ich kann ja auch einer Bastelfreundin irgendwas schenken. Ne? Also dann kommen, dann fülle ich die noch rein und habe dann hier einen schönen Eierkarton. Der wird natürlich auch noch weiter verziert. Ich habe große Eierkartons gesammelt. Ich glaube, ich habe jetzt 12 Stück da liegen oder 10. Ich werde noch ein paar anmalen. Ja, finde ich mega, vor allem, weil die schön bunt sind. Richtig cool. Da freue ich mich. 25 Cent eine Packung. Geiler Scheiß, hätte ich bald gesagt. Cool. Ja, an der Kasse hat mich das hier noch angelacht. Ah, total unsinnig, ich weiß. 1,50 €. Und zwar ist das eine Aufbewahrung. Also hier steht 2,99 €, aber Preismapper hat ja immer alles runtergesetzt. Für Masken. Ich habe die ja sonst immer im Auto liegen. Hier sind auch, ne, sind da keine Löcher drin zum Atmen? Ne, nicht. Aber auf jeden Fall ist das für Masken. Und ja, will ich mir ins Auto legen. Das kann ich. Das Französisch kann ich nicht. Bewahrdosier, Mundkapjes. Ja, cool. Durfte mit. So, und dann habe ich nochmal zugeschlagen. Sie hatten endlich diese Karten wieder. Habe ich euch schon oft gezeigt, hatte ich jetzt Sparina auch mit im Geburtstagspaket, diese Samtkarten. Da habe ich mitgenommen, was da war. Also schwarz, rot, schwarz, nochmal rot und halt hier, nee, das ist blau. Das blau. Das ist blau. Einmal war blau da und dann habe ich die restlichen schwarzen noch mitgenommen, weil das letzte Mal war nämlich nichts mehr da oder nur wenig, 2 Stück.
Und ich liebe diese Dinger, die sind so toll. Ich will davon auch mal einen Shaker machen. Also ich werde die natürlich nicht so nutzen, wie sie gedacht sind. Das sind ja Kartenrohlinge oder sind Karten. So. Ne? Das ist Samt. Ich hoffe, ihr könnt, da könnt ihr das erkennen. Ne? Richtig edel. Und das ist eigentlich so gedacht. Ne? Ja, wer es mag, es geht, es ist okay, aber nicht so ganz meins. Ich würde das extra nutzen und hier halt irgendwie was anderes reinmachen. Vielleicht halt ein Shaker, schwarzer Tüll oder mein Leopardentüll, vielleicht auch rosa Tüll, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Da werde ich auf jeden Fall irgendwas draus machen. Und ich finde, die sind, also die machen was her. Ich finde die total cool und wenn die da sind, muss ich die auch immer mitnehmen. Ich freue mich und vielleicht landet das ein oder andere auch mal noch in irgendeinem Paket für irgendjemanden. So, das war das. Das war es auch schon in Holland. Nee, Quatsch. Ich war noch im Vipra und im Vipra durften zwei Sachen mit. Und einmal dieses Mixed Karton Block A6, 60 Sheets. Und da sind, ja, muss man fühlen. Das ist recht dick. Ja, 200, 250er Grammatur. Steht nicht drauf. Hat einen Euro gekostet. Und da haben wir einmal hier dieses Weiße und das hat so eine Leinenstruktur. Ich glaube, das kommt jetzt nicht rüber. Dann das Grün. Ja, auf das hätte ich eigentlich verzichten können. Aber dann haben wir hier Kraftpapier. Und hier dieses, ja, so hellblau, ganz leicht geprägt. Sieht auch richtig cool aus. Dann hat man direkt einen Aufleger fertig. Fand ich mega. Für einen Euro. Ja, und dann fand ich hier von Joycraft Papier, Cardstock, Leinenstruktur, 15 x 30 cm, 200er Grammatur, 20 Blätter für 1 Euro. Ne? Und das ist mal so ein richtiges Schokoladenbraun. Ich hatte nämlich an meine Ali-Stanze mit der Schokolade gedacht. Sieht doch richtig cool aus. Also ich mag das total gerne. Oder halt auch für die Stanze vom Action. Ich guck mal gerade, ich bin nämlich hier gerade am Produzieren. Ist noch nicht fertig. Aber aus dieser Slimline-Karte oder die Langkarte bin ich hier einen Shaker am Machen, wie ihr seht. Ne? Also der Tüll ist schon dran, es glitzert hier. Ne? Hier richtig schön dick. Da muss noch der Hintergrund hin und natürlich die Füllung und mal gucken, ob ich da einen Hasi reinsetze oder. Weiß ich noch nicht. Und ja, fand ich mega. Ist ja nicht so, dass ich hier zu Hause rumsitze und nichts mache. Ich habe auch mal für mich gebastelt. Ja. So, dann zeige ich euch noch einmal mein Ostergeschenk, was ich mir selbst gekauft habe oder mir mit meiner Tochter teile. Weil, wie ihr vielleicht gemerkt habt, Weihnachten habe ich gar keine Geschenke gezeigt. Also außer die, die ich von Elisabeth und so geschickt bekommen habe. Aber ich habe ja persönlich nichts bekommen, weil mein Geschenk ja London ist. Ne? Wie das auch für meine Tochter. Und eigentlich wären wir ja am 1. Januar geflogen, dann hat sich das verschoben, dann wären wir am 31.12. geflogen. Das war, ging ja, also wäre ja beides auch nicht gegangen wegen Corona und jetzt fliegen wir halt am 20. April. So, und zwar ist das das Glossy Box Eye. Ja, das hat mich gekostet 35 Euro, weil ich Abonnentin bin. Ganz früher habe ich auch schon mal Unboxings gemacht mit der Glossy Box. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich das nochmal machen soll. Aber es gab auch nicht so viel Klicks und ich meine, da gibt es Leute, die das professioneller machen. Und ich bekomme die Glossy Box Tatsache seit 2010. Oder 2011. Also lange, lange Zeit. Ich habe einmal kurz Pause gemacht von einem halben Jahr oder so. Und ja, seitdem beziehe ich die. Hatte schon Adventskalender, aber noch nie irgendwas Osterhasiges. Und diesmal habe ich zugeschlagen. Schönes Pappei. Und da sind halt diese Sachen drin. Und wie gesagt, das möchte ich euch jetzt so nicht zeigen. Da müsst ihr mal... Ich gucke immer Frankas Favorites. Kann ich euch auch mal verlinken, diesen Kanal. Die macht das sehr gut. Die macht, kriegt ganz, ganz viele Boxen. Und da gibt es auch mal Rabattcodes und richtig cool. Und die stellt auch immer alles vor. Und die hat diese Sachen auch immer schon, bevor man die bestellen kann.
Ne, da gucke ich auch mal wegen des Adventskalenders. Da hatte ich hier auch geguckt. Und ich glaube, da können auch nicht Abonnenten dieses Osterei für 35 Euro erwerben. Und das ist Ware drin im Wert von 149. Ne? So, ja, ihr Lieben, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ja, ihr kennt das. Liken, Kommentar da lassen. Kommt in meine Facebook-Gruppe. Ich verlinke euch alles. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.